In diesem kleinen Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man das Arduino eigentlich programmiert. Dafür brauchen wir nicht viel. Wir brauchen das Arduino selbst. Das sehen wir hier. Das ist das kleine Teil aus Ihrem Arduino-Set. Dann brauchen wir ein USB-Kabel, damit wir das Arduino mit unserem Computer verbinden können. Und eventuell brauchen Sie natürlich auch einen Adapter, falls USB-Anschluss an Ihrem Computer nicht vorhanden ist. Als erstes werden wir allerdings die Software herunterladen, die wir dafür brauchen. Dafür nehmen wir irgendeinen Browser und gehen auf die Seite Arduino.cc. Das ist die allgemeine Webseite von Arduino. Dort kann man sehr viele Beispiele finden, die Software ist dort verfügbar, es gibt auch ein Forum, es gibt sehr viele Hardware, die vorgestellt wird und so weiter und so fort. Prinzipiell wird das unsere erste Anlaufplattform sein, weil wir irgendwelche Fragen oder Probleme haben. Diesmal allerdings möchte ich einfach die Software herunterladen. Das nennt sich die Arduino IDE. IDE steht für Integrated Development Environment oder Integrierte Entwicklungsplattform. Dafür gehe ich hier auf das Menü und sage Software, Downloads. Es gibt natürlich auch einen Web-Editor, den werden wir heute uns allerdings nicht angucken. Ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man das auf dem eigenen Rechner installiert. Ein bisschen weiter runter steht auch schon die Arduino 1.8.5, ist die momentane Version. Vielleicht ist es ein bisschen später sogar etwas Neueres vorhanden. Und hier auf der rechten Seite hat man die Möglichkeit, das Betriebssystem auszuwählen, das man gerade auf dem Computer hat. Bei mir ist das ein macOS, also klicke ich da drauf. Und hier hat man jetzt nun mal die Möglichkeit, auch entweder die Software direkt herunterzuladen oder eine kleine Spende aufzugeben. In diesem Fall werden wir es einfach noch herunterladen. Und hier sieht man auch unten, dass der Download gestartet wurde. Ich habe es allerdings auch schon davor heruntergeladen, damit es heute ein bisschen schneller geht. Und ich öffne es nun mal jetzt wo. Hier ist es in meinem Downloads-Folder. Ich öffne diese ZIP-Datei. Und hier sieht man jetzt, dass das Arduino, die Software Arduino, in diesem Folder direkt entzippt wurde oder aufgemacht wurde. Damit ich es in meinen normalen Anwendungen benutzen kann auf macOS, muss ich diese Software jetzt, diese Datei, auf meinen Applications Folder herunterziehen. Bei Windows und bei Linux sind die Installationsschritte ja ähnlich. Müssen Sie sich vielleicht auch zur Online-Hilfe wenden. Jetzt ist mein Arduino in Applications und ich kann es von dort einfach starten. Hier ist es auch schon. Ich starte es. Das erste Mal bei einem macOS muss man erstmal bestätigen, dass man es wirklich öffnen möchte. Danach fragt er das nicht mehr nochmal. Da ist es auch schon auf. Wir machen es etwas größer, damit wir das besser lesen können. Und gucken uns erstmal die komplette Entwicklungsumgebung zusammen erstmal an. Hier oben auf der linken Seite sehen wir einige Tasten, einige Buttons. Der erste, wenn man da drüber geht, heißt Verify. Der dient dazu, das Programmcode, das wir, bevor wir das auf Arduino laden können, verifizieren. Mit anderen Worten überprüfen, ob da nicht irgendwelche offensichtlichen Fehler drin sind. Der nächste Button nennt sich Upload und Upload steht dafür, dass das fertige Programm jetzt zum Arduino übertragen werden soll und dann vom Arduino auch direkt ausgeführt wird. Danach sind noch drei Buttons, die eher langweiliger sind. Der erste nennt sich New, also ein neues Programm erstellen, Open, irgendein existierendes Programm zu erstellen und Speichern, Save, damit man es eben nicht verliert. Hier wurde auch schon beim Aufmachen ein Programmcode hier aufgezeigt, der nennt sich Blink. Wir werden das allerdings schließen und ein neues Programm starten, damit wir von Anfang an sehen, wie genau das funktioniert. Wundern Sie sich nicht, da wird sofort auch ein komplettes neues Fenster aufgemacht, so kann man ein bisschen ordentlicher hier arbeiten. Sie sehen auch schon, dass das Programm nicht ganz leer ist, sondern eine gewisse Struktur vorgegeben wurde. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wie verbinden wir nun jetzt unser Arduino mit dem Computer? Als erstes
muss ich das USB-Kabel, das heißt USB-A zu B, auf der einen Seite ins Arduino stecken, auf der anderen Seite in meinen Adapter und den Adapter zum Computer. Jetzt sind sie eigentlich verbunden und man sieht auch gleich, dass der Arduino nicht ganz tot ist, sagen wir mal, sondern blinkt irgendetwas und da ist auch noch eine kleine grüne Lampe, die die ganze Zeit an ist. Die grüne Lampe bedeutet nichts weiteres, das Arduino ist an und hat Strom. Die andere, die orangene LED-Lampe, die werden wir jetzt programmieren, wie sie genau blinken soll. Das ist die sogenannte interne LED und die kann man so blinken lassen, wie einem gerade lustig ist.